gerade, ich sehe so aus, weil ich einen Style-and-Talk machen wollte. Meine ganze Haut juckt. Ich habe in letzter Zeit so schlechte Haut. Schaut euch das an. Das ist letzte Zeit wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Ich werde mich jetzt mal fertig machen. Ich glaube, irgendwie ist die Kamera verstellt, weil ich jetzt schon länger nicht gefilmt habe. Ich will auch erklären, warum ich eine kleine Pause gebraucht habe und bla bla bla. Dazu kommen wir jetzt auch und ich mache mal meine Haare zurück, damit ich mit euch reden kann. Wenn das irgendwie so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. So, ich mache nur ganz wenig. Ich mache nur ein bisschen was an den Augen und dann einen knalligen Lippenstift, weil ich nicht Bock habe auf meinen Alltagslook, weil normalerweise schon, aber heute irgendwie nicht. Ja, aber wir haben ja auch diesen weiblichen Problemsmon, nicht Monat, sondern diese Woche. Deswegen schaut auch wahrscheinlich mein Gesicht so aus. Ich habe mir auch einen Kaffee hergestellt und ja, wir fangen mal an. Ich fange erstmal an, damit ich, dass ich mein Spiegel aufdrehe, dann sollte ich mal sauber machen, der ist schon so dreckig. Ich mache nur, wie gesagt, ein bisschen was an den Augen. Falls euch das interessiert, ich schreibe das in die. Ich schreibe das eh immer in die Infobox, was ich benutze. Jo, und dann fangen wir mal an zu labern. Ich glaube, ich zoome ein bisschen näher ran. Warum ich keine Videos gemacht habe letzte Woche. Ich hatte diese, also jetzt wird jetzt. Heute ist der 18.03., nur damit ihr Bescheid wisst. Ich hatte diese, heute ist mein letzter Urlaubstag. Und letzte Woche Urlaub. Und. Die erste Woche hatte ich mit den Jan gemeinsam. Deswegen hatte ich auch nur noch den Tiki Max Haul vordreht. Und ich habe mir gedacht, stellen wir das halt online. Und da habe ich auch drunter geschrieben, dass diese Woche auch dann keine Videos mehr kommen. Ich hoffe, das hat jemand gelesen. Der Grund war eigentlich, dass ich ein bisschen Pause gebraucht habe. Wir haben auch in der Woche auch gar nicht viel gemacht. Wir waren hauptsächlich nur bei mir zu Hause. Auch an meinem Geburtstag haben wir nicht viel gemacht. Ich hatte ja vor kurzem. Jo, aber das bin ich eh schon gewohnt. An meinem Geburtstag wird nie was unternommen. Jo. Bin ich auch großteils selber schuld, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich auch nicht so riesengroße Partys irgendwie mag. Ich hasse meinen Geburtstag. Aber essen gehen hätten wir schon können, finde ich. Was gibt's noch? Ja, es hat eine neue Filiale aufgesperrt und deswegen war ich auch ein bisschen Debris, würde ich jetzt mal sagen, weil ich dorthin wechseln wollte. Jo, und die mich nicht lassen haben. Aber dazu kommt in einem anderen Video mehr, weil das Drama fängt erst nächste Woche wieder richtig an. Leider. Ich werde den Ton verwenden für mein bewegliches Lied, weil wie gesagt, ich habe heute wirklich keinen Bock, irgendwas Aufwendiges da zum Fabrizieren. Dann brauche ich eigentlich gar nicht einen neuen Pinsel anbanschen, weil dann habe ich ja eh den ich anbanschen kann. So. Zurück zum wo war ich? Bei der Arbeit. Also ich fange erst wieder am Montag an, wieder zum Arbeiten. Jo. Was gibt's sonst noch? Ich habe mir so viel gedacht, dass ich so viel zum Erzählen habe, aber irgendwie ich war auch in dieser Woche, in der zweiten Woche, war ich jetzt öfter unterwegs. Ich habe leider auch nicht viel mitgefilmt, weil ich irgendwie immer vergessen habe. Ich sage ja, irgendwie war das nicht meine zwei Wochen. Irgendwie war ich zu faul für alles. Ich habe auch natürlich mich ein bisschen um meine Wohnung gekümmert. Jetzt leider wieder zu wenig, aber ganz ehrlich, ihr seht ja die Wand. Ich hasse meine Wohnung. Das wissen ja viele. Jo. Was gibt's sonst noch? Ich habe so viel gewusst. Jetzt habe ich alles vergessen. Ne, ich habe halt so eine kleine YouTube. Pause braucht mich. Eigentlich eine Pause von allen. Ich war eigentlich nur, also in der Woche, wo wir zusammen Urlaub gehabt haben, Diane und ich, waren wir eigentlich hauptsächlich bei meiner Mama drüben. Und haben mit meinem Bruder die neue Nintendo Switch ausprobiert. Das war cool. Das war wirklich cool. Ansonsten haben wir wirklich nichts gemacht in der Woche. Und diese Woche war ich halt ein bisschen aktiver. Wie gesagt, ich war öfter bei meinem Opa. Dann war ich Nägel machen. Das sind Dermo-Nägel und ich hasse sie. Die kriegen eine andere Farbe, wenn mir kalt ist, wird das so taub. Und wenn mir warm ist, werden die orange. Ja, mir gefallen sie nicht. Sag ich ganz ehrlich, aber was soll's.
Ich wollte unbedingt so ein Thermogel haben und das war das Einzige, das ich noch hatte. Und ich habe ja gesagt, weil ich nicht wusste, wie es ausschaut. Ich bereue es sehr, aber egal. Was gibt's sonst noch? Ich kann ja auch drüber lackieren, das ist ja jetzt nicht so ein Drama. Was ich vielleicht eh machen werde, gucken wir mal. Was gibt's sonst noch? Kennt ihr vom, ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist, aber kennt ihr vom Mackie diesen neuen Fun Fries? Die sind voll geil. Das ist mit Jalapenos. So schimpft mein Bruder wieder mit mir. Und mit Käse. Ich stehe voll auf den Dreck. Ich habe die jetzt in letzter Zeit in der zweiten Woche so oft gegessen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist echt abnormal. Wirklich abnormal. Jo. Was gibt's sonst? Sonst gibt's eigentlich gar nicht. Ich habe mir eher mehr einbildet, dass es mehr zu erzählen gibt. Ich habe halt wirklich nicht viel gemacht. Ich hatte auch nicht so Bock, jetzt Videos zu drehen. Aber weil ich jetzt nächste Woche wieder arbeite und wieder durcharbeite, logischerweise, habe ich mir gedacht, ich drehe das ab. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das fängt sich gut an. Weil ich halt durcharbeite, habe ich mir gedacht, dass ich euch halt auf den Laufenden halt was ein bisschen war. Es war halt eh nicht viel. Es ist halt das Problem, dass irgendwas stimmt mit mir in letzter Zeit nicht, habe ich das Gefühl. Die Seite ist scheiße geworden, nur zur Information. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass was mit mir nicht stimmt. Nein, ich bin nicht schwanger, falls jetzt die Frage kommt. Ich glaube eher, dass es das ist, weil die Filiale, die aufgesperrt hat, hat die Marken, mit denen ihr nicht unbedingt arbeiten wollt. Und ich glaube, es liegt eher daran. Aber ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Was kann ich noch erzählen? Aber ich war brav, ich habe meine ganzen, fangen wir mal komplett an, was anderes zu erzählen. Ich habe meine ganzen Gutscheine schon aufgebraucht. Ich habe ja von der Amy zu Weihnachten, da habe ich auch nur, glaube ich, ganz kurz gefilmt, das werdet ihr jetzt bald sehen, wenn ich das alles zusammengeschnitten habe, habe ich bekommen einen TK Maxx Gutschein. Und von Roman habe ich ja den 70 Euro Gutschein bekommen von Marionneau. Habe ich auch schon ausgegeben. Aber dazu kommt dann später ein Haul. Übrigens, Videos, es werden jetzt sehr viele Haul-Videos kommen, weil ich war in Urlaub sehr, sehr viel shoppen. Nach dem Video will ich eigentlich meine ganzen anderen Videos abdrehen. Und danach will ich einen Fashion-Haul drehen. Also ich hoffe, ich komme noch zu den ganzen, weil es wird relativ dunkel, wenn ich mich nicht bald beeile. Ich will nämlich noch die ganzen Videos abdrehen. Bei dem Fashion Haul muss ich drehen, weil ich habe wirklich viele Klamotten gekauft, die auch für die Arbeit waren und die will ich waschen. Und auch ein Outfit für eine Schulung. Und das will ich irgendwie, kriege ich das da nicht hin. Alter Schwede. So, und deswegen will ich das unbedingt abdrehen. So, damit ich das noch alles zusammenbekomme da. Den habe ich jetzt fälschlicherweise erwischt, den wollte ich gar nicht. So, das wollte ich. Was gibt's sonst noch? Ich freue mich nicht aufs Arbeiten. Falls euch das interessiert, den kann ich gar nicht benutzen, den grünen, der passt ja gar nicht dazu. Ach Gott, mach mal was anderes. Mach mal einen Gel-Eyeliner. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keinen Bock. Irgendwas stimmt mit mir wirklich in letzter Zeit nicht. So, egal. Was kann ich noch erzählen? Was kann ich noch erzählen? Erzähl was. gestern war ich seit langem mal wieder im G3. Da habe ich auch eine getroffen, die ich kenne von früher noch, weil ich habe dort damals in dem Ifroché gearbeitet. Und mit der habe ich ein bisschen gequatscht. Sorry, musste mich ganz konzentrieren. Jo. Die hat mich sogar wiedererkannt. Ich habe gar nicht gerechnet damit, dass sie mich wieder erkennt. Aber sie hat mich erkannt. Das finde ich dann immer cool. Wenn dich jemand nicht vergisst. Alter Hund, ich habe mich erschrocken. Es ist ein neuer Nachbar bei der Tür daneben einzogen. Und selbst den hasst er. Er hasst eigentlich generell Fremde. Sparky, komm her!
da war nämlich damals eine Frau und die mochte er auch nicht. Ah nein, die Hundin unten bellt, deswegen bellt der Sparky auch. Sparky! Alter Hund. Und das Problem ist, bei uns ist auch jemand verstorben in der Stiege und jetzt, glaube ich, werden die Wohnung langsam ausräumen. Hund, es reicht! Und da hast doch die auf der 10er Tür wohnen. Oder? Na, 11er Tür. Na, Blödsinn, das bin ja ich nur an der Tür. Trottel. Oh Mann. Hast du eigentlich... Also man kann sagen, mein Hund hasst eigentlich fast alle in der Stiege. Und die machen halt so viel Lärm. Und die Hündin unten, die kriegt das halt auch mit und fängt auch an zu bellen. Und wie gesagt, die unter mir ist verstorben. Ja. Echt heftig, finde ich. Wirklich heftig. Hoppla. Also na, nichts passiert. So. Was ist, regst du schon wieder künstlich auf? Topfbacke da hinten. So. Achso, ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Ich wollte das unten auch machen. Wenn ich das hinkriege. Ich bin auch irgendwie gerade verkühlt. Weil gestern waren wir, wie gesagt, im G3 am Samstag und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da die Jacke ausziehen und vom ins Auto laufen nicht so eine gute Idee war. Aber okay, man lernt aus seinen Fehlern. Irgendwie kriege ich das da nicht hin. Der Pinsel ist schon zu dreckig. Muss auch heute ein bisschen aufräumen. Eigentlich wollte ich mich mit einer Arbeitskollegin treffen, so auf einen Kaffee. Aber durch das, dass meine so stark ist, habe ich abgesagt. Sie hat mich hier vorher angerufen, aber ich habe abgesagt. Habe ich gesagt, dass wir vielleicht morgen auch nach der Arbeit, wenn ich aus habe, einen Kaffee trinken gehen können. Apropos Kaffee, das ist schon mein dritter. Gestern war ich auch seit langem wieder im Primark. Ihr werdet eh den Haul sehen, also ich habe echt viel Geld ausgegeben im Monat März, also Kaufverhalten wird ein Drama werden im März. Weil ich wirklich viel Geld ausgegeben habe diesen Monat, aber es war halt wichtig, weil ich habe keine gescheiten T-Shirts mehr schon wieder für die Arbeit und so, aber ihr werdet das dann im Haul-Video sehen. Jetzt hätte ich fast meine Augenbrauen vergessen zu machen. Ich tue ein bisschen weiter weg. Und ein bisschen weiter runter, weil wenn ich so mache, seht ihr das sonst nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Jo, kaum ein Jahr älter und schon vergisst man immer mehr. Aber sonst geht's mir eigentlich gut. Wenn man das so nennen kann. Ah, das gestern hat Spaß gemacht. Oh, da fahre ich mal gleich ins Auge. Das gestern war lustig. Ich meine, wir waren zwar relativ spät unterwegs. Ich habe auch wenig gefilmt gestern noch. Könnt ihr ja daneben am Kanal sehen, am anderen, wenn ich das dann zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, ich kriege das auch noch hin. Also was ich alles heute noch machen will, heute ist mein letzter Tag. Und ich will noch Wäsche waschen. Also die ich euch dann zeige natürlich in dem Haul, falls ich das heute noch hinkriege. Und die... Also das Video vordrehen, sagen wir so. Dann die Wäsche natürlich waschen, weil da ist sehr viel Schwarz dabei. Dann die andere Wäsche, versteht sich, abhängen, die hier hängt. Jo, also eigentlich habe ich noch viel vor, aber es ist schon 3 vorbei. Ich kann auch zurzeit leider kein Schmink-Update-Video machen, weil mein Kasten hier ist kaputt. Ich weiß nicht, ob ich das kurz zeigen kann. Oh ja, seht ihr das? Die Lade ist rausgebrochen. Und ich musste das so drauflegen. Und deswegen kann ich dabei kein Schmink-Update machen. Weil ich kann die Laden ja nicht öffnen, die drunter sind. Deswegen würde das nicht viel bringen. Und deswegen mache ich auch kein Schmink-Update-Video, leider. Dabei. Tut mir wirklich leid. Aber dabei geht's nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich da als Ersatz jetzt nehmen soll. Ich will Rouge drauf geben und habe noch nicht mal Make-up rum. Ich bin echt ein Idiot heute. Ich bin echt ein Idiot. Hinter mir läuft auch Wrestling. Das habe ich mir aufgenommen. Aber ich gucke es ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Irgendwie, ich bin ein riesengroßer SmackDown und Raw-Fan. Aber das Problem ist, die quatschen mir immer zu viel. Wenn die, bevor die anfangen zu kämpfen. Und letztes Mal bei einer Aufnahme hat das da mittendrin aufgehört. Ja. Komisch, aber was soll's.
Jo. Und Conan gucke ich in letzter Zeit sehr, sehr gern. Detektiv Conan, das schaue ich so, so gerne. Es macht richtig Spaß, das zu schauen. Das Blöde, ich kriege aus der Lade auch nichts raus. Macht mich echt jetzt aggro. Oh Gott. Mein Make-up brauche ich. So. Ich benutze auch in letzter Zeit so kein Duster. Aber man sieht auch, dass da schon ein bisschen was weg ist. Ich habe es gerade mal 4-mal oder so verwendet und es ist schon was weg. Das ist nicht so cool, finde ich. Das ist auch schon sehr, sehr aufgebraucht. Das ist meine aktuelle Make-up-Base. Ich sollte mal wieder einen Shop My Stash machen. Aber ich will noch warten, bis mein Rouge leer ist. Ich zeige euch das gleich. Ich hoffe, das Style & Talk ist nicht so langweilig für euch. Tut mir wohl leid. Jo. Aber ich habe auch mehrere Videos geplant, weil ja viele nach ein paar Sachen gefragt haben. Und da werde ich ein bisschen dann mal gucken, wie viel ich heute vordrehen kann. Wenn nicht, drehe ich welche am Donnerstag noch. Und das Problem ist, dass wir am Donnerstag eine Schulung haben. Ja. Also Problem ist es keins, aber ich muss halt dann am Abend, beziehungsweise ich muss mich dann fertig machen für die Schulung, was ich ja dann eigentlich kombinieren könnte. Ich hoffe, man hat jetzt diese zugeschlagene Tür nicht gehört, weil das wäre ja mega peinlich. Also ich benutze zurzeit das total gern, dieses Make-up hier von MAC. Für die Arbeit würde ich es nicht verwenden, das wäre mal zu schade, sage ich euch ganz ehrlich. Also für die Arbeit würde ich es nicht benutzen. Ich trage das, also zuerst schüttle ich es immer. Weil das lässt sich auch, man hört, das muss ich immer erst verbinden, weil das kommt so dickflüssig raus. Deswegen schüttle ich es immer zuerst. Ich war am Anfang nämlich nicht so begeistert von dem Make-up. Guckt mal, wie dickflüssig das ist. Seht ihr das? Es ist richtig dickflüssig, aber irgendwie mag ich es. Und es deckt vor allem gut ab, weil ich habe so viele Rötungen und so viele Pickel und ich hoffe, dass es bald aufhört. So. Jetzt nehmen wir mal den Pinsel und verteilen das. Weiß nicht, ob man das gut sieht. Sieht man das? Es deckt wirklich gut. Also ich mag's. Ich würde mir das sogar nachkaufen, wenn es leer gehen würde. Ich habe das nämlich schon lange. Aber ich glaube, ich würde das nur verwenden, wenn ich Freiheit oder wenn ich auf eine Schulung gehe. Da würde ich es auch benutzen. Es kommt mir ein bisschen hell vor. Seht ihr das? Aber ich glaube, das ist nur, wenn ich die Rötungen habe. Ich tue sowieso dann noch mit, also nicht wundern jetzt, es schaut sehr schlecht verblendet aus, aber ich tue es zuerst so ein bisschen noch verteilen, damit ich auch überall das Make-up habe. So. Falls ich merke, ich habe eine Stelle vergessen, kann ich ja noch was auftragen. Ich mag es irgendwie, also ich mochte das eine Zeit lang nicht, wie ist das ja... Jetzt ist nur Flüssigkeit rauskommen. Ach Gott. Ich glaube, ich weiß auch, warum ich es nicht so mochte am Anfang, weil man es immer schütteln muss. Ich glaube, ich sollte es doch aufbrauchen, auch für die Arbeit, weil ich glaube, es wird schon langsam. Es ist nämlich schon sehr, sehr lang offen und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber seht ihr das ein bisschen? Ja, es kommt Make-up mit dem Flüssigen raus und das finde ich ehrlich gesagt sehr strange. So, jetzt. Ich glaube, ich werde es für die Arbeit verwenden müssen. Wird mir nichts anderes überbleiben. Weil sonst wird mir das vielleicht kaputt und ich will nicht, dass es mir kaputt geht. Weil ich war sowieso unzufrieden mit einem Make-up, was ich vor kurzem hatte. Habe ich das da noch? Ja. Also das ist so eine Didi Cream. Ich habe mal eine Probe gehabt und mochte das. Und dann habe ich es jetzt, also ich habe, das ist der Tester davon, weil das gibt es nicht mehr. Mir ist das irgendwie nicht deckend genug. Erstens mal das und ich habe das Gefühl, wenn ich es verteile, wische ich es nur hin und her. Deswegen mag ich das überhaupt nicht mehr. Den kennen sicher welche, das ist der da. Der Studio Finish ist das. In der Farbe NW15. Warum habe ich ihn in NW genommen? Na, ist egal. Oh Gott, hört ihr das, wie ich einen Schnupfen habe? Wo ist jetzt mein Concealer-Pinsel? So. Ich gehe dann noch auf die Rötungen, zum Beispiel hier, bei der Nase. Das muss ich nämlich immer machen, weil ich schaue aus immer wie ein Zombie. Dann ein bisschen hier, ein bisschen da. Und halt, wo ich diese extrem fetten Pickel habe. Ich hoffe, dass dieses Lancôme-Serum, das ich jetzt gerade verwende, überhaupt hilft. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hilft... Naja, ich habe es erst gestern angefangen. Aber bei mir sind die Pickel urkomisch. Ich möchte euch das jetzt nicht zeigen, weil das ist ja widerlich. Aber bei mir sind die Pickel voll komisch. So.
Das hätten wir. Und dann nehme ich noch den Essenz-Concealer, der fast leer ist. Ich habe aber das Gefühl, da oben bleibt was hängen. Er klingt doch sehr hohl schon. So. Irgendwie geht das nicht runter. Ist ja wurscht. Den gibt es sowieso nicht mehr. Ich würde ihn mir auch gar nicht nachkaufen, weil ich fand ihn zwar gut, aber nicht so gut, dass ich ihn mir jetzt nachkaufen würde. Ich habe mir aber jetzt schon einen anderen gekauft. So, jetzt gehe ich mit dem da. Das ist dieses Rosenwasser von Balea, was ja für Gesicht und Körper ist. Ich hoffe, dass ich nicht davon Pickel bekomme, weil ich sprühe das immer auf meinen Beauty Blender. Ich kann es jetzt nicht in die Höhe halten und das machen. Ich mache den ganz nass damit. Ich hoffe, dass das nicht schlecht ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich wollte den irgendwie aufbrauchen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich das Ding leer machen kann. So. Und meine ganzen Wassersprays, die ich gehabt habe, die sind schon weg. Sind alle leer. So. Ich gebe mal kurz den Ich habe da überhaupt keinen Platz mehr. Und irgendwie funktioniert das nicht immer. Man muss da voll viel drauf sprühen. So. Jetzt funktioniert es. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss den noch schon waschen. Der schaut schon ziemlich grenzwertig aus, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ja. Das mache ich dann ein andermal. Heute, also heute, weiß ich nicht, ob ich heute dazukomme, aber ich sollte den schon waschen. Ja. Ich weiß, dass auch ein paar schon, also nicht viele, aber ein paar haben auch nach dem Aufgebraucht-Video gefragt. Eigentlich wollte ich in meinem Urlaub auch einen Blog anfangen. Dazu bin ich auch nicht gekommen. Da sieht man es mal wieder, oder? Und ich sollte da wohl unbedingt anfangen mit einem Bloggen. Ich habe keine Ahnung wie. Das geht mir schon sehr, sehr ab. Das Bloggen. Das geht mir wirklich ab. So. Ich finde, das lässt sich total cool verbinden mit dem Gesichtsspray. Ich mag dann das Finish. Was es macht, also... Besonders in der Kombination halt mit dem Make-up, jetzt mag ich das. So, ich nehme nur viel, hab's ich gesehen. Ich mag das irgendwie. Ich hoffe, dass es nicht. Also, ich hoffe, dass das meine Haut verträgt, weil ich habe auch jetzt ein Rosenwasser als Gesichtswasser. Das habe ich von. Der ist dreckig. Sieht man das? Ach Gott. Ich habe das von einer Freundin geschenkt bekommen. Das mag ich auch sehr gern. Ich hoffe, dass das nicht das ist, warum ich solche Pickel kriege. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch eine Serie, die ich in letzter Zeit sehr gern geschaut habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennst. Der Denver Clan, die haben das ja neu gemacht. Ich habe das nämlich mal googelt und da stand, dass das schon mal einen Vorgänger gab. Und jetzt das aktuelle Denver Clan finde ich voll cool. Voll, voll cool. Das ist so richtig meins. Achso, ja, ich muss ja meinen Concealer noch checken. So. Ach, ich bin ein Idiot. Ich bin gewohnt, dass da die Pinsel oben stehen. Aber ich habe es ja extra darunter getan. Damit ich es leichter habe. Also wie gesagt, das mit dem Denver Clan, das schaue ich auch voll gerne. Das ist eine richtig coole Serie. Besonders, weil die von, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, aber die Elizabeth Gillis, glaube ich, spricht man sie aus, die spielt damit. Die ist von Victorious und das fand ich früher immer schon cool, die Serie. Ja, ich glaube, deswegen mag ich die Serie auch. Autsch, jetzt hat mir weh getan. Achso, zuerst Bronzer. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. So, der wird und wird nicht leer. Ich benutze den ja schon sehr, sehr lange, das wisst ihr. Und der wird und wird einfach nicht leer. Was ich mich eigentlich nicht beschweren sollte. Aber ich habe so viele und würde gerne mal einen anderen anfangen. So, und den Spiegel muss ich halt auch sauber machen. Das ist ja echt widerlich. Ich habe mir auch in letzter Zeit voll viel vom MAC gekauft. Voll viel. Weil ich ja den Gutschein von Roman hatte, den 70-Euro-Gutschein. Ich habe mir schon 4 Sachen gekauft. Und jetzt habe ich noch einen Gutschein gekriegt. Und ich weiß sogar schon, was ich mir kaufen werde. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich Nägel machen gehe, werde ich wieder zum MAC in der Lugner City gehen. Weil die, da gibt es eine, die ist total lieb. Ich kann nur den beim Mariano einlösen. Und da werde ich mir noch was anderes kaufen. Ich habe nämlich dieses Prep and Prime von MAC damals so gern verwendet. Und das will ich unbedingt wieder nachkaufen. Damit ich endlich mein Top 10 MAC Video machen kann. Was ich schon seit Jahren hin und her schiebe. So.
Weil ich benutze MAC in letzter Zeit sehr, sehr gern. Make-up, die beiden. Den Concealer. Ja. Ups. Egal. Lass mal es heute einfach so. Sei mein bitte meine Waschmaschine erinnert, aber ich habe sie noch gar nicht aufgedreht. Es wird sicher vom Nachbarn die sein. Wenn deine Waschmaschine hat, weiß ich gar nicht. Du deppert. Oder war das im Fernsehen? Könnte doch im Fernsehen gewesen sein. Ich habe es zwar ganz, ganz leise gedreht, aber. Aber man weiß ja nie. Bin neugierig, wann ich bei diesem einen Blush da dieses Hitte Penner war. Ich bei dem MAC. Guckt's mal. Es ist schon ziemlich abgenudelt, aber es kommt noch das Pfännchen noch nicht vor. Das ist ja der MAC Posy. Den mochte ich früher auch sehr, sehr gern. Einen von den Creme Rouges hab ich ja aufgebraucht. Was ich auch endlich aufbrauchen will, ist das da. Da ist noch kaum was drinnen. Und ich krieg den Rest zwar raus, aber viele würden das ja, glaube ich, jetzt schon als Aufbrauch zählen, aber ich will das komplett aufbrauchen. Wenn es schon die Möglichkeit gibt, warum nicht, oder? So. Ich tue das ja auch Schichten. Also ich mache jetzt so eine kleine Schicht. Dann gehe ich mit dem Creamer, Leute, der auch schon sehr abgenudelt hat. Schaut sich das an. Ich weiß, euch interessieren ja immer solche Updates, wie meine Sachen ausschauen. Der ist auch schon sehr, sehr benutzt, der Creamer, Leute. Aber ich habe das Gefühl, so, das war nämlich sonst kein Deutsch, dass ich mit dem irgendwie länger auskomme als mit dem von MAC. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der von MAC schneller leer worden ist. Der. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich da gehabt habe. Aber ich finde auch, von dem brauche ich trotzdem mehr. Von dem da als von dem MAC. Aber ich glaube, der ist auch größer als der von MAC. Es gibt auch einen Creme-Highlighter von Miss Lean. Und ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich mir den kaufen soll. Die ganze Zeit überlege ich schon. Aber ich bin mir noch unsicher. Weil ich habe ja noch welche. Ich habe jetzt noch den und einen lilanen habe ich noch. Naja, und das war's, glaube ich. Das Problem ist, das war jetzt Schluck auf. Ich komme wieder Schluck auf in meine Lade nicht rein. So. Sonst könnte ich ja nachschauen, was ich noch an Highlighter habe. Creme-Highlighter. Aber ich glaube, es sind nur noch der und der lilane. Und sonst habe ich, glaube ich, keinen mehr. Glaube ich. Da bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich, dass ich da ein Hittepan habe. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht jetzt wechseln soll den Highlighter und einen anderen anfangen soll, damit ich in einen anderen auch noch ein Hittepan kriege. Klingt das blöd? Weiß nicht. Das ist irgendwie dumm. Aber ich will halt, dass man sieht, dass sie benutzt sind. Das ist eine gute Idee, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der. Ich weiß nicht, ob man. Oh ja, man kann das sehen. Könnt ihr das sehen? Diese komischen. Also, er schaut nicht mehr aus wie da. Er schaut irgendwie so aus, als wäre er nass worden. Dabei ist er nicht nass worden. Ich brauche auch immer. Ich habe das Gefühl, mehr als am Anfang. Also, ich kann so richtig drin rumrühren. In dem von MAC. Okay, der hat auch schon sein Alter. Also. Der alte Seniore da. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder ob ich den jetzt aufbrauchen soll. Ich will den gar nicht leer machen. Ich habe den zwar noch in rosa, aber. Aber es wäre, glaube ich, gescheiter, wenn ich so durch benutze, damit ich mehrere leer bekomme, oder? Beziehungsweise in mehr ein Hitepan habe. Das wäre doch auch eine Idee. Jetzt klatsche ich mir noch ein bisschen Rouge drüber, damit ich den Highlighter mit dem Blush kombiniere. Das war zu viel. Und mir ist aufgefallen, ich habe schon wieder Puder vorher machen vergessen. Also eigentlich tue ich noch vorher Puder drauf, aber ich habe schon wieder vergessen, so wie gestern. Da ist mir das auch passiert. Aber egal. Dann gehen wir halt nur Puder dann auf den Stellen, wo ich es halt brauche. Irgendwie nervt mich das schon. Ich muss da richtig drin rumgraben. Eigentlich mag ich das, aber es ist schon echt mühsam. Weil da halt, wie gesagt, nicht mehr viel drin ist. Seht ihr das? Also wenn ich jetzt arbeiten gehe, ist das sicher leer. Ich bin mir sicher, ich bekomme den im März noch leer. Besonders wenn ich da so rumgrab. Nein. Also ich darf das Puder nicht vergessen, weil das ist nämlich
das ich schon so lange verwende. Oh, das krümelt schon. Das ist es von Catrice. Das ist auch schon sehr, sehr benutzt. Oh Gott, da bricht mal alles raus. Oh mein Gott. Ups. Egal. Tun wir ein bisschen gucken, dass mein Blush weniger wird. Egal. Also ich benutze eigentlich noch den drüber über den anderen. Mein Gott. Ich sage, heute ist echt ein Panne-Talk. Ein richtiger Panne-Talk. Ich benutze noch drei Mascaras. Ich meine, wie behindert ist das? Die habe ich mir übrigens nachgekauft von einem Müller im, also von dem Müller im G3. Ja, ich zeige euch mal die Bürste. So sieht die aus. Weil wenn die leer ist, will ich die unbedingt wieder benutzen. Weiß auch nicht wieso. Ich habe eh noch zwei andere, aber ich mag die nicht verwenden. Jetzt habe ich nämlich aktuell die da in Verwendung für die unteren Wimpern. Das ist die Lancôme Hypnose Doll Eyes. Die hatte ich schon mal in klein. Würde ich mir aber niemals in groß kaufen, weil ich den Duft von der nicht mag. Deswegen benutze ich die immer nur für die unteren Wimpern. Weil wenn ich die nämlich für die ganzen verwende, habe ich das Gefühl, dass meine Augen dann tränen. Das hasse ich ja sowieso. Könnt ihr das sehen? Ich hasse es. Also, ich weiß nicht. Lancôme Mascaras fand ich bis jetzt eigentlich nur die Grandios Extreme gut. Die hatte ich auch sehr lange. Also die fand ich gut. Die, was man am Schluss dann abbrach, ist. Die fand ich gut. Aber die da, die Hypnose Dollars und die normale Hypnose. Okay, die Hypnose gehen eigentlich auch die normale. Die ist auch nicht so schlecht. Aber die sind halt Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen würde. So wie die von Estée Lauder. Die Estée Lauder mag ich lieber. Ich habe aber das Gefühl, dass die schon fast leer ist. Naja, es gibt eigentlich noch am Anfang gut. Ich sehe das überhaupt nicht. Am Anfang gut Farbe ab, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie bald leer wird. Ich ziehe vielleicht eine Fresse. Bevor es passiert, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir eine neue. Es waren nämlich auch, also es sind jetzt noch, nur noch bis 20.03. leider. Ich hoffe, dass ich das Video bis dahin geschnitten bekomme, damit ihr das noch ausnutzen könnt. Minus 25% auf Estee Lauder Mascaras und deswegen wollte ich die unbedingt haben. Ich wollte die unbedingt haben, weil das meine Lieblingsmascara ist von allen, die ich bis jetzt hatte. Ich weiß nicht, seit ich so viele Mascaras gehabt habe, weil ich ja so viele immer geschenkt bekomme. Seitdem habe ich angefangen, doppelt zu benutzen, also immer zwei. Weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt bei mir. Aber seitdem das ist, habe ich ja angefangen, zwei auf einmal zu verwenden. Und seitdem mag ich das irgendwie lieber, wenn ich zwei verwende. Klingt nur komisch, oder? Aber es ist wirklich so. Ich mag das voll gern, wenn ich doppelt welche. Ich habe es zu früh gemacht. Scheiße. Ich lasse das so ein bisschen antrocknen, weil dann halten meine Augenbrauen den ganzen Tag so, wie sie sein sollten. Bei den, ich weiß nicht, welches ich hatte. Essence habe ich vorher gehabt. Ja. Das, was limitiert war, dieses Monster Browning da. War nicht so mein Fall. Übrigens noch was. Ich habe bei einem, das wollte ich nämlich auch erzählen. Es gab nämlich einen Make-up Factory Wettbewerb. Also in Kooperation mit Make-up Factory. Und ich habe einen Look geschminkt. Wer Instagram hat, hat das sicher gesehen. Also wer Instagram hat, hat den Look sicher gesehen. Ich habe das Foto noch auf Instagram lassen, weil ich halt den Look auch schön fand. Also mir da gefallen. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr verblenden sollen am Schluss, aber ich war da so nervös. Ja, und man hätte da ins zweite Level kommen können. Und die Entscheidung war jetzt vor kurzem und ich habe es nicht geschafft und ich bin mega enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass ich es schaffe. Soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich habe mal schon gedacht, dass ich vielleicht eine Chance habe im Gegenzug zu anderen, die ich gesehen habe, die da oben waren. Ich weiß ja nicht, wer weiterkommen ist, aber ich war schon sehr, sehr enttäuscht. Und eine, die ich auch von Müller kenne, eine Arbeitskollegin hat auch mitgemacht und ich habe ihr Foto gesehen und habe sie gleich drauf angeschrieben und sie hat auch gesagt, sie ist nicht weiterkommen. Also ich finde das schon irgendwie unfair. Weil wir Mitarbeiter durften mitmachen. Also ist nicht so, dass... Deswegen wollte ich ja unbedingt mitmachen, weil wir auch mitmachen dürfen. Aber es war...
Ich glaube, man hat keine Chance gegen Leute, die das schon jahrelang machen. Besonders dann noch professionell, was manche Leute gemacht haben, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Wenn man die Bewerber noch sieht, kann ich euch den Link von mir so unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr da ein bisschen durchschauen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich wäre gern unter die nächsten 500, wäre ich schon gern gewesen. Aber ja, ich war sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte vorher die ganze Zeit nichts sagen. Ich wollte das sagen, wenn der Wettbewerb er ist ja noch nicht vorbei, aber ich wollte das sagen, wenn die erste Runde vorbei ist. Fragt mich nicht warum, aber ja, ich war wirklich enttäuscht, dass ich es nicht weiter geschafft habe. Wirklich enttäuscht, aber kann man nichts machen. So. Au! Au! Ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich finde das schon so. Ich kriege schon wieder Schluck auf. Schon so. Alter! Vintage-mäßig aus. So. Mir gefällt's. Ich finde es auch okay mit dem Lippenstift. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war und ich nicht gewusst habe genau, was ich reden soll. Aber ich hoffe, ich kriege es so geschnitten, dass es gut ausschaut. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal Fragen stellen, die ich dann im nächsten Style-Talk beantworte. Dann schreibe ich mir das zusammen und ja, schreibt es aber dazu, dass es für Style-Talk ist. Manchmal kommentiere ich automatisch leider drunter. Schreibt es mir also dazu, dass es für den Style-Talk ist und dann kann ich nächstes Mal Fragen beantworten. Ich glaube, das ist dann ein bisschen interessanter. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!